Jetzt wollten wir auf die Terrasse und jemand hat unseren Tisch kaputt gemacht. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist gerade. Einen wundervollen guten Morgen. Wir sind heute gerade aufgestanden. Ich habe jetzt mal die Betten gemacht, wir haben gefrühstückt. Und ich nehme euch heute mit durch unseren Tag. Ich wollte eigentlich ein ganzes Wochenende filmen, also Samstag und Sonntag. Das habe ich auch getan, aber es wurde dann zu lange für ein Video. Deswegen splitte ich das in zwei. Ja, und heute ist Sonntag. Wir gehen heute auf den Hessentag. Da wollten wir eigentlich gestern schon hin. Das machen wir heute. Und wir haben immer noch nicht den Schrank von Milans Regal aufgebaut. Das wollen wir auch heute endlich erledigen. Das heißt, wir, mein Mann, baut es auf. Ich passe lieber auf die Milan auf. Und Oma und Opa wollten auch nochmal vorbeikommen. Also wir haben wieder eine Menge geplant. Schauen wir, ob wir es umsetzen können. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal mich fertig machen, weil that is not a cute look that I'm wearing right now. Und ja, ich nehme euch mit durch den Tag. Wetter soll eigentlich auch schön werden. Bin gespannt, wie es wird. Boah, mir hängen hier voll die Wimpernreste jetzt dran. Das ist so kacke. Ich habe ja die ganze Zeit die Lash Extensions gehabt und lasse sie jetzt gerade mehr oder weniger rauswachsen. Ich hätte mir die abnehmen lassen sollen. Ich habe jetzt hier so ein paar Fliegenbeine hängen. Sieht nicht gut aus. Nein. Und Zeit, meine Haare zu waschen, hatte ich auch nicht. Also ich muss auf jeden Fall Trockenshampoo benutzen. Jetzt nächste Jahr aus wie so ein Vollassi. Aber ich schaffe es jetzt einfach nicht mehr von der Zeit. Und gestern habe ich bis spät in die Nacht Videos bearbeitet. Und ja, ich muss dann entscheiden, was mache ich. Haare waschen, Videos bearbeiten. Beides wichtig eigentlich, ne? So, schnell fertig gemacht. Das ist mein Outfit. Ich werde flache Schuhe dazu tragen. Und ja, das war jetzt hier die Notlösung mit den Haaren. Aber jetzt kommen wir endlich los. Ah, muss noch Milan seine Sachen einpacken unbedingt. Ich zeige euch mal, was ich alles mitnehme. Auf jeden Fall nehme ich schon lange nicht mehr seine schwere Mickeltasche mit, sondern nur einen kleinen Rucksack und packe ein paar Sachen ein. Und lassen möchte auch meine Sachen mit rein. Dann muss ich keine Tasche nehmen. Tja. So, ich habe jetzt schon mal die Sachen rausgelegt, die ich für den Milan mit einpacke. Windeln, Feuchttücher, paar Ersatzsocken und mit dem Trinken bin ich jetzt unsicher, weil heute trinkt er wieder ganz gut aus dem Becher und oft unterwegs dann gar nicht. Deswegen nehme ich immer mal lieber noch die, ja, diese Flasche mit hier mit diesem Aufsatz. Und dann nehme ich mir noch mein Mandeldöschen mit. Ihr wisst ja, dass ich schon länger versuche, gesund zu snacken und das gelingt eigentlich ganz gut. Dieses Video ist auch eine Kooperation mit kalifornischen Mandeln. Und in dieses kleine Döschen passt so die perfekte Tagesration an Mandeln, die man benötigt, rein, nämlich genau 23 Stück. Und ihr wisst ja, dass ich schon etwas länger versuche, gesund zu snacken mit den kalifornischen Mandeln. Und ich muss sagen, es klappt echt ganz gut. Das Gute daran ist halt, die Mandeln sind reich an Kalzium, Vitamin E und Ballaststoff. Und ich probiere es auf jeden Fall weiterhin aus und ich nehme mein Döschen weiterhin mit und ich bin sehr zufrieden. So, wir sind jetzt im Auto, denn wir wollen mit der Fähre rüberfahren zum Hessentag. Wir dachten, dass es bestimmt schöner ist, für den Milan ein bisschen Boot zu fahren. Und ja, gerade ist es auch ein bisschen bewölkt. Ich meine, ich bin ja froh, wenn die Sonne nicht so knallt, dann wäre es auch ein bisschen unangenehm. Aber Hauptsache, es ist kein Regen da. Ja, aber der Milan ist schon ganz aufgeregt und freut sich aufs Boot fahren. Gell, Milan? Fahren wir Boot? Ja? Das klang jetzt nicht so aufgeregt. Mama, Bus. Bus? Ein Bus. Jetzt fahren wir zu Main runter. Milan, nicht zu mutig, die sind ganz groß, ne? Du kannst gucken von hier. Oh nein! Da hinten kommt unser Schiff, Milan. Wir müssen das Schiff nehmen. Komm, schnell! Komm, Hand. Oh, Mama! Was denn? Mama! Was denn? Entgehen! Die Enten gehen ins Wasser. Enten. Komm! I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was
blown away and left behind. Also es ist echt super süß hier für Kinder. Es ist sehr warm jetzt, wo die Sonne kommt. Und hier drüben sieht es aus, als gäbe es da so ein paar Tiere zum Streicheln. Da gehen wir jetzt mal rein. Und wir suchen eigentlich auch noch das DM Kinderland. Naja, mal schauen, ob wir das finden. Jetzt gehen wir, glaube ich, erstmal die Tiere gucken. Die haben was zu essen, Schatz. Ja. Die darfst du nicht. Mach nicht die Hand rein, gell? Sonst machen die Pieks. Sonst pieksen die dir in die Hand. Ja, das kotzt mich gerade so an. Das gibt's ja noch nicht. Ich habe halt auch so Angst, dass jetzt ein paar Scherben übrig bleiben und der Milan sich geht. Ne? Oh Mann. Es ist immer so. Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten gekriegt hat. Pass mal an. Es ist alles voll. Wirklich alles. So, es ist jetzt über eine Stunde vergangen und wir sind immer noch nicht fertig. Tja, ich sag's euch, das ist echt der Horror. Wir haben dann teilweise mit Stecknadeln und so probiert, das auch aus den Rillen zu bekommen. Es ist wirklich überall, überall, sogar auf dem Rasen, unterm Planschbecken, in jeder verdammten Ecke. Also nicht nur auf dem Tisch, das wäre schön gewesen. Ach Gott, das ist dabei ein Ding, ich kann nicht mehr. Sogar hier drinnen, überall. Und hier hinten, oh, ist unser Staubsauger auch leer gegangen. Wir haben es zum Teil jetzt ausgesaugt. Hier überall. Wir hatten ja auch schon im Fuß stecken. Ganz toll. Die Sonne ist weg, aber es ist immer noch warm. Ist okay. Die Frage ist, wie viel Grad brauchst du noch? Also jetzt haben wir 26. Aber es fühlt sich ehrlich gesagt kalt an. Deswegen machst du busy wärmer. Guck mal, dann bei 29 Stunden. Oh Gott, hört sich an wie Badewanne, ja, gell? Ja, ist es auch. Aber nee, aber es ist ein bisschen frisch. Profi-Schlöchchen ausgerüstet. Nemo, wo willst du hin? Oh Gott, rettet Nemo! Nemo! Emily, bitte schön. Hinsetzen! Pinguin! Ein Pinguin! Ja. Nicht atmen an die Finger, immer noch dran. Ei, müssen wir nachher Hände waschen. Weg. Ist weg. Weg, gell? Weg. Habt ihr was Schönes gemalt schon? Was gibt's Gutes? Was habt ihr gemalt? Wir haben ein Häuschen gemalt. Oh, der Milan gemalt. Malt nur seine Finger an als ein Häuschen. Und da haben wir ein Mili-Herz gemalt. Oh, schön, toll. Und da hat der Milan Blumen gemalt. Wow, ganz alleine. Ganz und ein Marienkäfer. Und jetzt malt er wieder Finger an. Papa. So, die Oma malt jetzt mit dem Milan ein bisschen und ich koche was in der Zeit und mein Mann und mein Papa, also der Papa von Milan, bauen den Schrank auf, endlich, für Milans Zimmer. Und ja, wollt ihr mal sehen, was ich Gutes mache? Also eigentlich ist nichts Besonderes. Ich habe jetzt hier so ein Knoblauchbaguette drin und Chicken Wings. Die wollte ich mal probieren vom Bofors, sind die. Und hier habe ich ein bisschen Gemüse schon mal angebraten. Und ich wollte noch Salat machen mit frischen Champignons. Auf jeden Fall schon mal die Soße. Ich mache die immer mit Olivenöl, Balsamico, Senf, Zucker, Honig. Und einen Schuss Orangensaft meistens, ne? Das schmeckt echt sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt gegessen. Ich wollte euch eigentlich das Essen zeigen, hab's jetzt voll verpeilt. Aber es war ganz lecker, wie gesagt, Chicken Wings und so, habt ihr gesehen. Ja, Aber die Körbchen müssen schon zusammen. Ich finde es nicht schön, wenn du jetzt ein Körbchen ganz nach oben machst. Okay. Ich finde, die Körbchen müssen unten sein, dann kann der Milan ja auch selber dran mit seinem Spielzeug. Muss es irgendwie hoch? Also brauchst du hier eine gewisse Höhe? Oder kann ich die direkt bündig dran machen? Sieht aus. Das soll doch alles aufräumen. Ist das? Von der kann ich kleben, ich hab dir gesagt. Oh nee, oder? Ah, echt jetzt? Oh nein. Schön, dass die Faxen. Kann man das nicht irgendwie abmachen? Weiße Schwamm muss probieren. Shit. Wir haben nämlich die Tipi-Stäbe hier angesprüht. Und die Farbe geht manchmal ab, wenn man das irgendwo dran lehnt. Oh nein. Mal probieren. Ich hoffe, es passt. Nicht zu eng. Kaninchen habe ich noch mitgebracht. Also ich glaube, der Milan hat sich noch mal ganz aufs Neue in seine alten Spielsachen verliebt, die ich jetzt wieder rausgekramt habe. Denn klar, ich räume immer mal um und baue immer mal was anderes auf, aber jetzt spielt er auf einmal wieder total gerne mit dieser Tutu-Flitzerbahn.
Denn ich habe die jetzt hier in so ein Körbchen reingelegt und da kann er dann selber dran gehen und er wollte das sofort alles aufbauen. Aber es ist jetzt schon richtig spät und wir bauen das jetzt nicht mehr alles auf. Das machen wir dann morgen. Aber das ist echt ein super Tipp, dass man den Kindern immer mal alte Spielsachen rausräumt und dann wieder andere wegräumt und dass es nicht so langweilig wird. Da muss man auch nicht was Neues kaufen. Ne? Außerdem hat er mir bald Geburtstag und ich weiß jetzt schon, er kriegt wieder so viele Geschenke, dass ich den Stauraum benötigen werde. Jetzt habe ich noch viel Platz, aber das wird sich ändern. Also so haben wir das jetzt gemacht. Oh, Spielzeug und Kuscheltiere. Hier wollte ich diese großen, sperrigen Autos hintun, wo man immer nie weiß, wo die hin sollen. Hier habe ich jetzt einfach nur eine Kiste mit Bauklötzen und hier habe ich vorwiegend jetzt erstmal nur Deko stehen. Aber wie gesagt, Spielzeug kommt bestimmt genug und Stauraum kann man echt nie genug haben. Also die anderen Schränke sind auch schon total voll. Ich musste mich ja jetzt von vielen Kissen irgendwie trennen. Ich habe jetzt die Lieblingskissen von uns allen rausgesucht und hier im Bett gelassen. Die muss ich natürlich abends rausnehmen. Und seine Kuscheltiere und der Rest von den Kissen ist jetzt hier hinter. Ja, in diesem großen Pandasack. Aber wenn er irgendwann ein größeres Bett hat, dann kann ich die auch wieder aufs Bett mit drauflegen. Ja, aber wegen dem Chippy, da waren ja so viele Kissen, da habe ich jetzt leider keinen Platz mehr für. So, meine Lieben, das war's mit unserem Familientag. Danke auch nochmal an Kalifornische Mandeln für die Zusammenarbeit. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen und falls ihr meine letzten Videos verpasst haben solltet, blende ich euch die hier nochmal ein, da könnt ihr mal draufklicken und ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Passt auf euch auf und bis bald. Ciao.